Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Wir sind im zweiten DLC der Tyrannei des Königs Washington. Und wir haben da hinten einen Erinnerungsfetzen, den möchte ich gerne vorher holen, bevor wir die Quest beginnen. Und deswegen gehen wir hier kurz runter. 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 So, was haben wir denn hier? Das hier in der Tür? Das da oben? Wieso kletter ich überhaupt noch? Ich muss gar nicht mehr klettern. Ach, hier war ich damals als kleiner Junge und habe geschossen. Oh, cool. Naja, gehen wir zurück. Fliegen. Wuhu. Verliere ich Leben dabei? Verliere Leben dabei. Egal. Ist ja nicht viel. Ja, interagieren bitte. Zurück zum Absender. Wir sitzen in dieser Gasse fest, wenn Franklin Verstärkung mitbringt. Wie letztes Mal. War doch mal Gedon. Dann sagt, du seist ein guter Jäger. Und kannst alles und jeden finden. Ich tue mein Bestes. So einen Mann brauche ich. Jahrelang habe ich für die Freiheit gekämpft. Ich dachte, Washington läutet ein neues Zeitalter ein. Doch er hat sich geändert. Leider droht dieser zweiten Rebellion das Ende. Sir, das Pulver ist verschossen. Wir müssen Boston verlassen, sonst sind wir erledigt. Doch ich will erst noch ein paar Kameraden befreien, loyale Burschen, allesamt. Aber diesmal lassen wir uns nicht überraschen von diesem Mörder, Franklin. Wenn ich einen Mann hätte, der Franklin aufspürt, während wir unsere Freunde befreien, würde das die Blauröcke ablenken und den Erfolg garantieren. Ich habe selbst eine offene Rechnung mit Franklin. Großartig. Dann haben wir dasselbe Anliegen. Ab und an gibt es wertvolle Informationen zu hören in der Taverne hier. Dein Aussehen zieht Blicke auf sich. Aber wenn du dich unter die Bürger mischen kannst, solltest du Franklin verfolgen können. Okay, die Taverne der Blauröcke betreten. Ich bin ja so geisteskrank, ja, ja. Ich kann fliegen, ja. Alles einfacher. Willst du mich sehen? Schon bin ich weg. Das ist easy, hier durch die Gegend zu gehen. Guckt's euch an. Ich meine, ich verliere einen Haufen Leben. Aber, nehme ich nicht. Ich brauche mein Leben zurück. Oh, ist das schön. Wieso habe ich das nicht früher bekommen? Okay. Muss mich erstmal versteckt halten. Besten, ich gehe hier runter. Benutze mal einen Wolfssinn. Wer die ist. Hör mich mal. Könnte mich auch umziehen, dann wäre ich super getarnt. Aber nein, wir laufen halbnackt durch die Stadt, damit uns jeder sehen kann. Ich hab gedacht, Wilde würden hier nicht bedient. Den sollte man in ein Sklavenlager stecken. Will jemand spielen? Ich spiele gegen jeden. Lust auf ein Spiel? Viel besser als Kartenspielen. Weißt du nicht? Ich weiß noch als... Hey, ich versuche mich zu konzentrieren. Gut, wollte nur nett sein. Sowas. Jetzt soll ich auch noch spielen. Wo ist die Taktik an sich? Ach. Ich bin scheiße. Leute, glaubt nicht, dass ich gewinnen werde. Ich bin einfach scheiße. Na los, du dein Zug. Okay, das wird gekonnt ignoriert von dir. Ich gehe einfach da hin. Oh, Scheiße! Herrje, der alte Franklin schickt mich wieder mit einer Nachricht. Oh, jetzt hat's dich erwischt. Und das Schlimmste ist,
Die Nachricht ist für Putnam. Scheiße, du bist ein toter Fisch. Genau. Bei diesen beiden gibt es immer irgendeinen Anlass, eins draufzukriegen. Franklin gibt dir die Knute und Putnam wird ihn nur übertreffen wollen. Irgendwas Großes läuft da. Nur ein Ale für mich. Ich muss das zu Putnams Lieutenant bringen, sonst gibt's Ärger. Oder Schlimmeres. Okay, da hab ich gerade einen Fehl gemacht, aber ich habe auch zugehört beim Reden. Ach, ich musste gar nicht spielen. Ja! Oh, okay. Geht schon los. Ich muss Ihnen die Nachricht vorlesen. Jeder verdächtig aussehende Indianer in unseren Straßen muss sofort gemeldet werden. Eine Missachtung der Meldepflicht wird abgestraft. Scheiße. Oh, das war knapp. Holy shit. Oh. Glücklicher Zero. General Putnam, es scheint ein Missverständnis zu geben, was unsere jeweiligen Positionen und Autoritäten betrifft. Ein persönliches Treffen ist unumgänglich. An den Docks morgen 10 Uhr nachts. Für unsere Sicherheit ist gesorgt. Hochachtungsvoll, Ben Franklin. Okay, Mr. Benjamin Franklin. Wenn Putnam die Nachricht nicht erhält, verliere ich die Gelegenheit, Franklin zu schnappen. Ich muss sie zurück in den Beutel des Boten bringen. Entschärft. Es stimmt also. Mustafa. Keine Ahnung, was die da machen, aber ist mir scheißegal. Wir klettern am besten hier hoch. Hoffen, dass da oben niemand ist, ja. Und dann suchen wir von hier aus. Wo ist der Bengel jetzt? Ha! Er muss denn sich schon bewegen, wenn er fliegen kann. Vielflieger. Nein. Hör auf zu fliegen. Achso. Das wollte ich schon. So, machen wir uns wieder unsichtbar. Bingo. Und tschüss. Dann macht er sich einfach wieder sichtbar. Ich habe das Gefühl, ich habe den Falschen gefunden, oder? Nee. Hab's ihn doch runtergejubelt oder habe ich es geklaut? Ja, das ist er doch. Wollt ihr mich verarschen? Ihr habt's alle gesehen. Ich hab's ihm wieder in die Tasche gelegt. Scheint ein Schlawiner. Gott! Wenn das überbracht wird, führt es mich direkt zu Franklin. Ah. Ich drehe hier durch. Ihr habt's alle gesehen. Ihr habt's alle gesehen. Ich habe ihm das Ding wieder in die Tasche gelegt. Noch bevor er losgelaufen ist. Aber nein. Hey! Hast du nicht? Nein! Hast du nur geträumt, Zero? Mehr war es nicht. Ein dämlicher Traum.
Oder nur noch hier hoch spazieren und dann sind wir eigentlich schon fast da, ne? Was haben wir denn da? Achso, eine kleine Truhe. Also können wir mal gucken, was da drin ist. Pfeile, wow. Großes Fleisch, wow. Ich muss zuerst die Schützen ausschalten. Dann schauen wir mal. Ich denke mal, hinfliegen ist am besten, ne? Ja. Irgendwie easy hin. Von Dach zu Dach. Oder von Dach zu Baum. Oder auch so. Ja, cool. Leck einfach ein bisschen. Es zum. Man könnte zum Beispiel springen. Das wäre das Einfachste, aber nein. Und da kann ich springen. Hätte ich von hier. Dass er sich einfach nicht bewegt. So. Oh, wir haben keine Zeit. Nein! Shit. Er fliegt doch hoch, Mann! Schusslinie. Ich hab's aber nicht geschafft. Dein Leben ist beendet. Ja, man sieht es. Ich hab's versucht. Es ging einfach nicht. Ja, ist gut. Es ist alles Connors Schuld, weil er es einfach nicht drauf hat. Es wäre besser gewesen, zuerst nach links und dann nach rechts. Wer seid ihr? General Putnam kann zu dem Treffen nicht erscheinen. Was? Das ist doch absurd. Washington wird es erfahren. König Washington? Seine Majestät hat sich nach New York entfernt, um der Rebellion dort ein Ende zu setzen. Sich entfernt? Ich wurde nicht informiert? Putnam bat mich, diese Erklärung des Königs zu überbringen. Hiermit attestiere ich, dass Israel Putnam fortan die... Was soll das? Von nun an befolgt ihr die Befehle Putnams. Ich soll seinen Befehlen folgen? Ich schlage vor, dass ihr mir etwas Respekt zeigt, oder ich lasse euch erschießen! Wachen! Wachen, aber... Ja, am Arsch. Y. Läufst du schon wieder weg? LT? Okay. Das war übrigens RT. Nee, sogar RL. Das war sogar RL. So schlecht war ich. Kann doch niemand wissen. Okay. Y. LT. Y. Er läuft automatisch. Ah, jetzt nicht mehr. Verdammt. Der König ist unser Hirte. Halt still. Komm mit mir. Mein Gott, was haben wir getan? Ich wurde ein Monster. Als hätte Washington mich unter seiner Kontrolle gehabt. Komm schon. Er vernebelte meinen Geist. Er... Das interessiert mich nicht. Komm mit mir. Sinnet? Bringst du mich fort, um mich zu töten? Aber jetzt kann ich dir doch helfen. Na los. Geh schneller. Du musst verstehen, es war, als würde er meine Gedanken kontrollieren. Ich konnte nicht selbstständig denken. Ich weiß. Beweg dich. Töte mich nicht. Nicht jetzt, wo ich wieder bei Sinnen bin.
Nein, aber beeil dich bitte. Ich tat schreckliche Dinge, schreckliche. Ich bereue das. Aber ich war wirklich nicht ich selbst. Ich hab die Wölfe gerufen, du Spacko. Ja. Ich hab Spaß. Bringst du mich fort, um mich zu töten? Aber jetzt kann ich dir doch helfen. Kommen Sie du zu. Du musst verstehen, es war, als würde er meine Gedanken kontrollieren. Ich konnte nicht selbstständig denken. Sieh zu. Töte mich nicht, nicht jetzt, wo ich wieder bei Sinnen bin. Ich tat schreckliche Dinge, schreckliche. Ich bereue das. Das war wirklich nicht ich selbst. Ja, dann los. Mächtiger, diese Tiere tun, was du willst. Verblüffend. Tja, nicht nur ein komischer Washington-Typi kann etwas, ich kann's auch. Was, wenn ich dich leben lasse? Ich wünsche nur, meine Sünden wieder gut zu machen. Ich werde nicht ruhen, bis der König gestürzt ist. Wie? Mein guter Mann, ich kann sehr vieles beitragen. Ich diente an Washingtons Seite und kenne seine Gewohnheiten. Wir werden mit Adams darüber sprechen. Oh je, der Verrat. Schwant übel. Zurück zum Absender. Also wie ein Wurf. Achso. Die Zeit. Ja, klar. So. Kacke. Bullshit. Ich will Karte. Ich nix Deutsch. Ich bin gespannt, auf was dieser Verrat bezogen ist. Es gibt jetzt so viele Möglichkeiten, wie dieser Verrat quasi sein kann. Ja, öffne nicht die Tür, kletter sie rauf. Eigener Wille. Sam Adams, ein Gefangener. Franklin. Ihr Bastard. Bringt ihn raus. Und erschießt ihn. Nein, nein, Sam. Ich bin wieder bei Verstand. Ich will helfen. Was ist mit dem Mord an meinem Vetter John? Den Familien von Dorchester? Was ist mit der alten Kirche, die ihr mit allen niedergebrannt habt? Alles schrecklich. Tu, was ich sagte. Nein. Ich glaube, er wird uns helfen. Um das alles zu beenden, müssen wir an Washington heran. Und Franklin kennt ihn am besten. Wir erfuhren, dass er in New York ist. Doch im Verbund mit Jeffersons Rebellen in Manhattan könnten wir den König angreifen. Aber wie soll ich der Umklammerung von Boston entkommen? An den Docks wimmelt es von Soldaten. Putnam ist fort. Und der Captain am Boston Neck ist ein heimlicher Anhänger von uns. Ich bin sicher, er hilft uns, wenn er weiß, dass er keinen Ärger kriegt. Aber er müsste uns so helfen, dass man ihn dabei nicht erwischt. Vielleicht könnte man die Rumrationen seiner Männer erhöhen. Dann treffen wir am Boston Neck auf Betrunkene und könnten durchstoßen. Und in New York kann ich euch erst recht helfen. Ich will es nicht wissen. Ich habe ein cleveres Sicherheitssystem für Washingtons Palast entworfen. Ein Angriff dort wäre völlig unerwartet. Du könntest mich durch die Absperrungen bringen? Du brauchst ein Metall mit bestimmtem Gewicht. Ich kenne einen Schmied, dem ich vertraue. Er hilft dir. Das ist absurd. Ich besorge Franklins Metall, dann stoßen wir zu dir. Du verschwendest deine Zeit, mein Freund. Aber wir sehen uns in New York. Auf geht's, ab geht's. Wir müssen Gewicht zunehmen. Mit dem Schmied sprechen. Der Peach Schmied, also. Das ist ein Klassiker, Freunde, das ist ein Klassiker. Der Peach Schmied. Den kennt jeder. Ach, diese Fortbewegung. Herrlich. Einfach herrlich. Was kann ich für euch tun, Mister? Benjamin Franklin schickt mich. Er hat eine Bitte an dich. Franklin? Er sagte, du besitzt ein ungewöhnliches Metall. Er möchte, dass du es mir gibst. Na, das ist so eine Sache. Das Metall, bitte.
Da kam einer vorbei, wollte sein Pferd beschlagen lassen. So wie es derzeit steht, war mein Eisen aufgebraucht. Und von irgendwas muss man ja leben, oder? Tut mir sehr leid. Du hast Hufeisen daraus gemacht? Ja. Sah noch gut aus. Echt gut. Sah schick aus, als er davon ritt. Arbeitet wohl in der Zitadelle. Dann auf in die Zitadelle. Der hat doch auch da Hufeisen. Müssen die doch sein. Okay. Naja, geht ja schnell dann. Oh, das hätte man in der Hauptstory gebrauchen können, ganz ehrlich. Gut, dann wären wir ziemlich schnell vorübergegangen, aber naja. So, da kommen wir auch hoch. Auch eine Busch. Drecksköter! Oh. Ihr seid nicht auf der Karte. Gut, Freunde, ich würde sagen, ob wir da nun reinkommen, das werden wir morgen erfahren bei einer neuen Folge Assassin's Creed. Haut rein, euer Zero und tschüss.